In dem Fußballquiz heute, liebe Fußballfreunde, stelle ich euch Fußballquizfragen und du musst dann den richtigen Fußballer oder Fußballverein finden. Mit Spielern und Vereinen aus der Bundesliga und international. Kannst du alle Spieler und Vereine erraten? Dann viel Spaß mit dem Fußballquiz. So, dann geht's auch gleich los. Der wertvollste Mittelfeldspieler, liebe Fußballfreunde, welcher Spieler könnte das sein? Wer ist aktuell der wertvollste Mittelfeldspieler? Richtig, Jude Bellingham von Real Madrid. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballquizfrage. Wer ist kein Fußballweltmeister? Findest du den Fußballer, der kein Weltmeister ist? Wer könnte das sein? Richtig, Neymar ist kein Weltmeister. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballfrage. Ja, hier könnt ihr jetzt tippen, wer für euch deutscher Meister wird oder natürlich auch absteigen könnte. Schreib deine Favoriten gleich in die Kommentare. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir zur nächsten Fußballfrage. Was haben wir jetzt? Wer ist Kapitän von Borussia Dortmund? Findest du den Spieler, der Kapitän beim BVB ist? Welcher Spieler könnte das sein? Natürlich Emre Can. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballquizfrage. Finde den ältesten Verein. Welcher dieser Zweitligavereine ist der älteste Verein hier? Was glaubst du? Richtig, der HSV. Sehr gut gemacht. Weiter geht's zur nächsten Fußballfrage. Wer ist hier bei den Spielern aktueller Weltmeister? Erkennst du den richtigen Spieler? Wer ist das? Natürlich, Lionel Messi, Argentinien. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballfrage. Welcher Spieler hier spielt nicht mehr in der Bundesliga? Finde den falschen Spieler. Und gefunden? Richtig, Sadio Mané ist nicht mehr bei Bayern. Sehr gut gemacht. Weiter geht's. Welche Frage haben wir jetzt? Ja, für welches Land spielt Xabi Simmons von Leipzig? Für welche Nationalmannschaft spielt er? Und? Richtig, für Holland, für die Niederlande. Sehr gut. Ja, und wenn euch das Fußballquiz Spaß macht, dann danke ich euch auch mal für ein Like. So, welcher dieser Vereine spielt nicht in Deutschland? Richtig, der FC Everton spielt in der Premier League, natürlich. So, weiter geht's zur nächsten Fußballfrage. Welcher dieser Spieler hier hat nie bei Bayern München gespielt? Finde den falschen Spieler. Und gefunden? Natürlich, Cristiano Ronaldo hat noch nie bei Bayern gespielt. Nein. So, zur nächsten Fußballquizfrage. Welcher dieser Spieler hier ist kein Torwart? Finde den falschen Torwart. Und gefunden? Natürlich, Leroy Sané ist kein Torwart. Nein. So, zur nächsten Fußballfrage. Ja, finde die drei aktuellen Champions League-Sieger. Und natürlich, wenn euch das Quiz Spaß macht, dann danke ich auch für ein Abo für Werners Fußballecke. So, sehr gut. De Bruyne, der Torwart und Haaland, natürlich. So, zur nächsten Frage. Wer ist hier der wertvollste Bundesliga-Torwart aktuell? Wer hat den höchsten Marktwert? Richtig, Gregor Kobel vom BVB. Sehr gut. So, was haben wir jetzt für eine Frage? Okay. Finde das falsche Eintracht Frankfurt Logo.
und gefunden, wo ist das falsche Logo? Oh, sehr gut, richtig. So, weiter zur nächsten Fußballquizfrage. Okay, wo ist der falsche Harry Kane? Und wie gesagt, wie viel hattest du richtig? Schreib es nachher in die Kommentare. So, und den falschen Kane gefunden? Richtig, das ist Füllkrug vom BVB. Sehr gut. Ja, liebe Fußballquiz-Freunde, ich hoffe, euch hat das Fußballquiz Spaß gemacht. Wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Hat's dir Spaß gemacht, dann danke ich für ein Like für das Video und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht, dann viel Spaß noch. Tschüss.